am Tisch, aber Ryan Day, wir sind in Frame Nummer 10. Ryan Day führt mit 6:3. Das Shanghai Masters war ja im vergangenen Jahr das erste Saisonturnier. Johann Omen war damals der Schiedsrichter, der kurz darauf dann für alle vollkommen überraschend und noch heute weiß keiner warum, seine Schiedsrichterkarriere beendet hat. Shanghai Masters 2007. Auch da stand ein Spieler im Finale, den man da nicht erwartet hatte, nämlich den Spaceman aus Wales, Dominic Day. Am Tisch aber Ryan Day. Wir sind in Frame Nummer 10. Ryan Day führt mit 6:3. Das Shanghai Masters war ja im vergangenen Jahr das erste Saisonturnier. Johann Omen war damals der Schiedsrichter, der kurz darauf dann für alle vollkommen überraschend und noch heute weiß keiner warum, seine Schiedsrichterkarriere beendet hat. In der Shanghai Masters im vergangenen Jahr das Saisoneröffnungsturnier, so wie jetzt die Northern Ireland Trophy, aber der Shanghai Masters wird in diesem Jahr das nächste Turnier sein, das zweite, das wir Ihnen ab dem 29. September übertragen werden. Also schon mal vormerken, die Woche ab dem 29. September ist wieder eine Snookerwoche. Und vorher haben wir am Mittwoch, den 24. September, auch noch eine neue Ausgabe der Hall of Fame. Nur damit Sie da schon mal orientiert sind, wie es denn hier bei uns in Sachen Snooker weitergeht. Im Forum wundert sich ein Zuschauer über die silbernen Tischfüße bei den Weltranglistenturnieren. Hier eine misslungene Safety von Ryan Day und das war der Einsteiger für Dominic Day. Und schreibt, das hätte er in irgendeinem Verein oder Center noch nie gesehen. Das können Sie dort auch nicht sehen, denn das ist eine Spezialität auf der Main Tour. Die hat man sich eigens schützen lassen. Es soll halt sofort erkennbar sein, was ist Main Tour der World Snooker Association und was ist irgendwas anderes. Six. Seven. Dominic Day da im Vorjahr mit eigenwilliger Hemdemode und eigenwilliger Haarfarbe. Das mit dem Hemd war Absicht. Das mit der Haarfarbe nicht. Er hatte nämlich ein bisschen Zeit in Shanghai und hat sich gesagt, naja, zum Friseur könntest du sowieso mal wieder gehen und hat das dann eben in Shanghai erledigt. 50. Nur hat entweder der Friseur seine Wünsche, der chinesische Friseur seine Wünsche nicht richtig verstanden oder Dominic die Vorschläge des Friseurs nicht richtig verstanden. Wie auch immer, am Ende ist diese Farbe rausgekommen. Und da war dann nichts mehr zu retten.
everyone. Touching ball. Touching ball stört ihn hier nicht. In der aktuellen offiziellen Weltrangliste Dominic Dale ja die Nummer 32. Aber beim Shanghai Masters jetzt im September wird er natürlich als Titelverteidiger trotzdem an Nummer 1 gesetzt sein. 47. Das heißt dann auch für Mark Allen als Nummer 16 der offiziellen Weltrangliste, dass er bei diesem Turnier ausnahmsweise ein Qualifikationsmatch bestreiten muss. Den Frame zuvor hatte Dominic Dale gewonnen. Mit einem 84er Break hatte da von 2 zu 6 auf 3 zu 6 verkürzt. Ein Zuschauer fragt im Forum, warum beim Snooker 71. der Spielball denn rein weiß ist und nicht mit Punkten, mit roten Punkten versehen ist. Wie man das bei anderen Billardvarianten auch kennt. Das gibt es auch beim Snooker. Im Amateurbereich wird auch mit diesem Punktball, wie man den auch nennt, gespielt. Das heißt, die Spieler sagen despektierlich, der Ball hat Masern. Vorteil ist, dass man die Rotation des Spielballes dann deutlich besser erkennen kann, aber die Profis wollen das eben nicht. Ich habe auch schon mal mit einigen drüber gesprochen, auch gesagt, aus TV-Sicht hätte das Vorteile, aber die Herrschaften sind der Meinung, das sei zu irritierend. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil Amateure spielen damit und spielen auch sehr gut damit und kommen damit zurecht. Dann sollte das für Profis nach einer Umstellungsphase in der Sommerpause eventuell dann ja allemal möglich sein.
94. One hundred and three. Ein rein walisisches Finale war das vor Jahresfrist. Schaut sich da genau gelb und braun an, das natürlich sein Problem jetzt. Pink genommen, das heißt 143 Punkte sind maximal möglich und das wäre ein neues höchstes Break für das Shanghai Masters. Die Klippe hat er gemeistert, aber ganz schwere Stellung jetzt. Kritische Situation, gut gemeistert und perfekt auf Braun gestellt. Er machte die 143 perfekt, das höchste Break des Shanghai Masters im vergangenen Jahr und setzte damit natürlich seine Aufholjagd fort, war jetzt schon auf 4:6 herangekommen und diese Aufholjagd des Dominic Dale, die sollte auch noch weitergehen und zwar sehr viel weitergehen. Sechs Rückstand, eine 9:6 Führung gemacht und lag jetzt auch nach diesem Foul mit 51:7 vorne. One. Kurz davor den Titel sicher zu machen. 45 Punkte Vorsprung. Und da gibt Ryan Day auf, gratuliert nur noch. Die Sensation war perfekt. Nach 10 Jahren holte Dominic Dale seinen zweiten Titel, Shanghai Masters Champion 2007. Der Spaceman.